Ja, bitte? Hallo, Kabinencheck, Roomtour. Ist schon wieder soweit? Ja. Ja. Dann komm rein. Hallo und herzlich willkommen in unserer Balkonkabine auf Deck 11, in der Kabine 11049. Wie in jedem Urlaub gehört es natürlich auch hier dazu, einen kleinen Kabinencheck abzumachen. Und den wollen wir heute mit euch machen. Dazu kommt einfach mal näher, damit wir euch einfach alles einmal zeigen können. Ja, wie schon gesagt, wir sind auf Deck 11. Ein Deck, was die Meinungen spaltet. Die einen lieben es, die anderen verteufeln es, weil es ist direkt natürlich unter dem Pooldeck, unter den Restaurants. Dadurch kann es hier unter Umständen lauter werden. Wir finden es total toll, weil es ist dicht zum Pool, es ist dicht zum Restaurant und mit einem kleinen Baby finden wir das ideal, weil wenn Henry abends schläft, können wir das Babyphone anmachen und haben es nicht weit zum Ankermannsplatz, zum Buffet-Restaurant und können dann entspannt dort essen gehen. Grundsätzlich sind die Wege hier auf dem Schiff aber eh nicht weit. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen euch heute einmal die Kabine präsentieren. Ja, und wir stehen schon mitten in der Kabine, wie ihr sehen könnt. Es ist eine normale Balkonkabine. Wir haben sie im Pur-Tarif gebucht. Das heißt, wir konnten sie nicht aussuchen, sondern sie wurde uns einfach zugeteilt. Diese Kabine hatten wir jetzt 2 Wochen. Und da wir noch eine Woche verlängert haben und diese Kabine für jemand anderes schon reserviert ist, bekommen wir nochmal eine andere Kabine und werden da auch nochmal den direkten Vergleich haben, ob und was sich da ändert. Starten wir aber einmal ganz am Anfang und dazu würde ich vorschlagen, dass Robert und ich einfach einmal die Plätze tauschen. Oh, Rollenwechsel. Das mag ich. Genau. Hier befinden wir uns im Eingangsbereich. Hier sind wir eben gerade durchgekommen. Und wie es sich für eine Kabine auf dem Schiff gehört, haben wir hier einmal unseren Musterstationsplan. Das heißt, uns wird gesagt, wo unsere Musterstation ist, welche Musterstation wir haben. Und zwar auf Deck 5, die Musterstation B. Hier ist auch nochmal unsere Kabinennummer verzeichnet. Und einmal hier die Kabine und hier die Musterstation. Alles zu lesen, das Notfallsystem und Maßnahmen, die zu tun sind, wenn man dieses System hört. Die Musterstation ist der Sammelpunkt im Ernstfall. Auch sehr cool, die Tür hat einen Spion, das heißt, wenn jemand klopft und ihr erwartet keinen Besuch und es sich keiner meldet von wegen Room Service, könnt ihr erstmal gucken, wer denn da überhaupt steht. Und für alle, die es besonders sicher haben wollen, die Kabinen sind auch abschließbar. Ja, und gleich neben der Tür haben wir auch eine Garderobe und wie ihr seht, wir haben dicke Jacken dabei, denn als wir in Hamburg gestartet sind, war es noch relativ kalt und nicht so schön angenehm, wie wir es jetzt hier gerade vorfinden. Schuhe werden natürlich im Eingangsbereich ausgezogen, zumindest bei uns. Und damit wir keine kalten Füße kriegen, haben wir aber die tollen Mein Schiff Puschen. Die lagen bei Ankunft schon für uns bereit. Direkt neben der Eingangstür haben wir auf meiner rechten Seite das Badezimmer. Wie das aussieht, da kommt man mit. Das zeige ich euch jetzt. Das ist ganz einfach. Auch hier haben wir an der Tür wieder eine kleine Garderobe für zum Beispiel Bademäntel oder Handtücher, die noch im Gebrauch sind und nicht gewechselt werden sollen. Und wenn wir uns hier ein bisschen näher umschauen, Robert sagte in einem Video, er hat das Gefühl, das Badezimmer ist größer als sonst. Aber ich glaube, das war einfach, weil er so lange nicht mehr auf Kreuzfahrt war. Also die Badezimmer haben eigentlich eine Standardgröße mit Duschkabine. Und das Tolle an dieser Duschkabine ist, wir haben hier auch eine Wäscheleine. Die wird einfach hier so rübergespannt, hier eingeklippt. Und dann kann man hier schon seine Handtücher aufhängen. Oder Bikinis oder Badehosen oder was man halt gerade so trocknen möchte. Ist ja raffiniert. Genau. Die Dusche ist ausgestattet mit Shampoo und Duschgel und mit Spülung. In kompakten Flaschen und nicht in kleinen Flaschen der Umwelt zuliebe. Für wen das nichts ist, der kann natürlich auch gerne sein eigenes Shampoo mitbringen. Und auch die Bademäntel hier, die werden gestellt. Und Handtücher natürlich. Mhm. Ja, auf jeder Kabine bekommt man, wenn man möchte, täglich frische Handtücher. Wenn nicht, dann lässt man sie einfach hängen und benutzt sie weiter. Wir haben jetzt in unserem Fall, wir sind 3 Personen, 3 große Handtücher, 3 kleine Handtücher und ein Badezimmervorleger. So, und weiterhin ist das Badezimmer natürlich mit einem WC ausgestattet.
mit standardmäßig einer Klobürste, Hygienebeutel für die Damen und Kosmetikeimer. Es ist immer Ersatztoilettenpapier da plus normales Toilettenpapier. Und auch hier haben wir das Waschbecken über Eck mit Seifenspender, Zahnputzbechern, Kosmetiktücher und für alle wichtigen Sachen wie zum Beispiel Rasierer, Haarbürsten oder Kosmetik haben wir hier auch nochmal eine Schublade sowie ein Ablagefach. Also genügend Stauraum. Und wem das nicht reicht, da hat man hier auch nochmal die Möglichkeit, sich ein kleines Kosmetikfach einzurichten und da oben auch nochmal ein Regal für die Ablage. Plus, wow, das sah ja aus. Ein Kosmetikspiegel mit Vergrößerung, wie ihr unschwer erkennen könnt, und einen riesengroßen Spiegel für Zähneputzen, Schminken, was auch immer. Ja, und das war's auch schon aus dem Badezimmer. Bevor ihr die Kabine verlasst, habt ihr hier die Möglichkeit, dank dieses Riesenspiegels nochmal einen Garderobencheck durchzuführen, um zu gucken, dass auch alles genau so sitzt, wie es sitzen soll. Und es zu keiner unangenehmen Situation kommt, wenn ihr die Kabine verlasst. Und direkt gegenüber von diesem tollen Spiegel habt ihr hier den ersten Kleiderschrank. Dieser Kleiderschrank ist bei uns jetzt ausgestattet, standardmäßig mit diesen Wäschekörben. Oh, meine Unterhosen, wie peinlich. Wahrscheinlich. Hättest du es jetzt nicht noch erwähnt, wäre es jetzt gar nicht so dramatisch gewesen. Ja, okay, schneide ich raus. Also auf jeden Fall hat man hier wieder diese Wäschekörbe, die mega praktisch sind, wie ich finde. Man hat hier einmal nochmal die Möglichkeit, Wäsche aufzuhängen. Hier hängen ursprünglich die Bademäntel drin, die haben wir jetzt im Bad hängen. Dadurch haben wir natürlich noch ein bisschen mehr Stauraum. Hier unten steht Roberts Koffer und mein Reisegepäck, Handgepäck, Rucksack sozusagen. Ja, genau. Und dann haben wir auch hier nochmal ein paar Ablagefächer. Hier haben wir den Tresor. Der ist auch ganz einfach zu handeln. Einfach die Nummer eingeben, die ihr haben wollt und mit Raute bestätigen. Und wenn ihr den Tresor dann öffnen wollt, einfach diese Nummer noch wieder eintippen und dann öffnet sich der Tresor auch schon wieder. Ja, genau. Das ist aber nur ein von zwei Schränken. Der zweite Schrank befindet sich gleich um die Ecke. Aber eine wichtige Sache, die wir hier noch im Eingangsbereich haben, sind zum einen die Klimaanlage. Die ist regelbar in kalt, in warm und man kann sie auch aufstellen, wenn man möchte. Jetzt habe ich sie gerade angestellt und wie ihr seht, es leuchtet rot. Das heißt, wir haben eine relativ warme Temperatur eingestellt. Wenn es grün leuchtet, wisst ihr, dass ihr euch in den kälteren Bereichen befindet. Und hier haben wir auch nochmal den Hauptschalter, um sämtliche Lichtschalter, Stromversorgung und Lichtversorgung auszuschalten. Ansonsten haben wir hier die Lichtschalter für die Kabine und fürs Badezimmer. So, und wie versprochen, hier um die Ecke haben wir den zweiten Kleiderschrank. Ich kann euch einen kleinen Blick reinwerfen lassen. Es ist etwas schwierig, weil das Sofa ziemlich dicht am Schrank steht. Ich vermute, das hat mit dem Kinderbett zu tun. Das zeige ich euch aber gleich. So, ja, genau. Hier haben wir nämlich den Schrank. Weiter geht die Tür leider nicht auf. Aber ihr seht, hier in der Ecke haben wir einmal noch Ablagefächer und jede Menge Bügel. Also wirklich Bügel en masse. Und der ganze Schrank geht quasi bis hier noch weiter. Da unten lagen noch zwei Wolldecken, die sind jetzt aber bereits schon in Benutzung. Eine liegt hier und eine liegt auf der Terrasse. Und dann sind wir eigentlich auch schon im Hauptraum unserer Kabine. Da seht ihr Henry und Robert im Hintergrund vor unserem Bett stehen. Und direkt vorm Bett haben wir unser Kinderreisebett. Das ist von TUI gestellt. Wir hatten zwischenzeitlich auch zum Balkon hin stehen. Das hat uns aber ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Deswegen haben wir es umstellen lassen nach hier. Und ich vermute, dafür haben sie auch das Sofa umgestellt, sodass der Schrank nicht mal ganz aufgeht. Aber normalerweise geht die Schranktür besser auf. Ja, und wie jedes Zimmer haben wir auch hier wieder ein bisschen Kunst. Ich finde das Bild ideal, wenn ich Henry in Schlaf wiegen will, weil Blau ist eine beruhigende Farbe und dann kann er sich das Bild angucken, während ich ihn schaukel und wird nicht, wie auf der anderen Seite, von dem großen Spiegel abgelenkt. Hinter dem Kleiderschrank haben wir hier das Sofa, was auch umzubauen ist in ein zweites Bett. Neben dem Doppelbett und dem Kinderbett hätten wir hier noch eine weitere Schlafmöglichkeit.
Und direkt gegenüber von dem Schlafsofa haben wir zum einen noch einen weiteren großen Spiegel. Was ich immer richtig schön an den Kabinen finde, man hat einfach durch diese Spiegelfläche wirkt der Raum für mich irgendwie noch mal größer. Und auf jeden Fall gibt es kein Streit vor dem Spiegel. Direkt am Spiegel dran haben wir dann hier vorne einmal noch den Schreibtisch mit zwei weiteren Ablageflächen und einer Kommode unten dran. Auch wie ich finde, mit relativ viel Stauraum. Wir haben hier unter anderem Roberts Kleidung sagen. Nein, das ist natürlich Henrys Kleidung. Und unter anderem auch Roberts Techniksachen. Und ich weiß nicht wieso, diese Schublade ist relativ flach, aber wie ihr sehen könnt, Ballerinas passen rein. Ja, das ist meine Schuhschublade diesen Urlaub. Auf der Kommode neben dem Schreibtisch befindet sich die Kaffeemaschine. Ihr kennt sie vielleicht aus anderen Videos, auch die ist wieder dabei. Zwei Kapseln am Tag sind inklusive. Wenn man mehr trinken möchte, hat man hier noch dieses Fach, wo man sich Kapseln nachnehmen kann. Die sind allerdings kostenpflichtig. Was auch immer ganz süß ist, sind diese kleinen Goodies, die dann auf dem Kopfkissen liegen oder auf den Deckentierchen. Unser Deckentierchen ist leider schon zerstört. Ruby konnte es nicht abwarten, sich da vorhin hineinzuschmeißen. Aber wie immer sind es tolle Tierchen. Ja, genau. Und über der Kaffeemaschine, über der Kommode sind hier auch nochmal zwei Fächer. Da stehen dann für den Kaffee die Kaffeetassen oder Espresso-Tassen. Und da wir all inklusive auf dem Tisch haben, gibt es diese Karaffe mit Edelkristallen plus zwei Gläser. Und der Wasserspender dazu befindet sich auf dem Flur, sodass man sich den ganzen Tag kostenfrei Wasser nachfüllen kann und keinen Durst leiden muss. Was ich sehr praktisch finde. Ja, und wenn wir uns jetzt weiter drehen, dann haben wir hier zum einen den Fernseher. Und der befindet sich nämlich genau gegenüber vom großen Doppelbett. Lasst mich lügen, ich würde sagen, es ist 1,60, mindestens 1,60, wenn nicht sogar 1,80. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall können Robert, Henry und ich drinnen schlafen und haben alle genug Platz. Also würde ich fast sagen, das ist 1,80. Aber nagelt mich da bitte nicht fest. Und für den Fall, dass Henry mal nicht bei uns im Bett schlafen will, sondern vielleicht in seinem eigenen Bett schlafen will, haben wir hier gleich nebenan noch, wie gesagt, das Reisebett. Das Reisebett ist ausgestattet mit Bettdecke und Kopfkissen. Das Kopfkissen, Henry braucht noch kein Kopfkissen, das liegt bei uns. Das benutze ich zurzeit, weil mir die Standardkopfkissen einfach zu groß sind. Und das Kinderkopfkissen ist ideal. Nicht zu dick und nicht zu groß. Ja, genau. Da ist noch so eine Öffnung am Kinderbett. Die brauchen wir natürlich auch nicht für Henry. Und ansonsten ist es ein Standardmodell, was man vielleicht auch von zu Hause schon kennt. Aber zum Glück halt nicht mitschleppen muss. So. Und natürlich, eins fehlt jetzt noch, bevor die Speicherkarte voll ist. Wir haben hier einmal neben dem Bett nochmal eine Kommode mit zwei Schubladen, ein Telefon und der Föhn liegt bei uns auch neben dem Bett. Das ist Henrys Notfall-Einschlafhilfe. Und das Beste ist hier hinterm Vorhang quasi. Das ist der Balkon. Und wie da die Aussicht ist, ihr seht, es ist schon dunkel. Das zeigen wir euch morgen früh. Und das ist der nächste Tag und unser Ausblick. Ja, das ist unsere Balkonkabine am Tag. Das ist unser Ausblick heute auf Gran Canaria. Und wie ihr sehen könnt, die Balkone sind ausgestattet mit zwei Stühlen und einem Tisch und einem Aschenbecher für die Raucher. Mit einer tollen Glasfront, dass man auch wirklich einen richtig schönen Panoramablick hat. Auf der Balkonkabine, auf dem 11. Deck, ist es so, dass dieses Dach über uns ziemlich weit hinausgeht, sodass man hier eigentlich fast immer Schatten hat. Das ist so ein kleiner Nachteil. Wie ich finde, also ich hätte gern öfters mal Sonne auf dem Balkon. Ich vermute, dass es an dem Dach liegt.
Es liegt aber auch vor allen Dingen daran, auf welcher Seite man ist. Da hat man aber keinen Einfluss drauf. Wir sind jetzt auf der Backbordseite, das ist die linke Seite des Schiffes in Fahrtrichtung. Und ziemlich weit vorne am Bug, das ist da, wo der Kapitän seine Brücke hat und nicht hinten, wo der Hintern vom Schiff ist. Ja, und wenn man da, wie gesagt, Einfluss drauf nehmen möchte, oben, unten, hinten, vorne, links, rechts, man kann überall Glück haben und Schatten oder Sonne haben, je nachdem, was man mehr bevorzugt. Es kommt aber halt auch immer darauf an, wie das Schiff anlegt und da hat man wenig Einfluss drauf. Aber wenn ihr auf jeden Fall auf die Lage Einfluss nehmen möchtet, dann empfehlen wir euch, wie gesagt, nicht den Pur-Tarif zu nehmen, denn da wird euch die Kabine zugeteilt. Aber wir sind zufrieden und wie die andere Kabine im Vergleich ist, das seht ihr im nächsten Video.